Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht's mal ran an eine Serie, die, glaube ich, nicht jeder kennt, aber sehr unterhaltsam ist, und zwar die Brotpiloten. Von denen wollen wir heute das Hauptquartier basteln, denn ich habe irgendwie Lust bekommen auf leckeres Brot und die Brotpiloten brauchen natürlich ihr Hauptquartier. Von daher, Blöcke in die Hand, auf geht's! Heute holen wir uns erstmal ein bisschen hellblauen Beton raus, dann holen wir uns roten wie grünen trockenen Beton raus, dann holen wir uns ein paar Stolperdrahthaken, dann noch ein paar Würknöpfe, dann geht's weiter noch mit ein paar schönen Pilzblöcken und ein bisschen glatten Sandstein. Für unser Hauptquartier von den Brotpiloten legen wir erstmal los wie immer mit dem Grundriss. Das heißt, wir schnappen uns erstmal ein bisschen blauen Beton und ziehen uns hier erstmal unseren Grundriss lang. Das ist ein schönes Viereck von einer Länge von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcken, die wir uns hier machen, obwohl halt, wir könnten es eigentlich gleich so machen, dass wir uns hier das Tor freilassen. Von daher setzen wir uns jetzt einfach mal 5 Blöcke hin. Dann lassen wir ein bisschen Platz mal dazwischen, und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und können wieder uns 5 Blöcke hinsetzen. Also von unserem 5er zum anderen 5er 7 Blöcke Platz. Wer möchte, kann sich ja denn jetzt auch schon so einen Steg basteln, aber das kann man auch noch im Nachhinein machen, ne? Wenn du dir, sag ich mal, das Hauptquartier so richtig schön hin platzieren kannst. So. Wenn wir unsere zwei Fünfer denn vorne haben, wollen wir noch einmal nach hinten gehen. Da setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Blöcke ran. Insgesamt haben wir eine Länge an den Seiten denn von 15 Blöcke. Können natürlich das nochmal auf der anderen Seite ziehen und die Rückseite dann noch miteinander verbinden. Sobald wir das denn geschafft haben, können wir unseren Grundriss jetzt auch schon in die Höhe ziehen. Das Ganze hat eine Höhe von 8 Blöcken. Den untersten zählen wir schon mal mit. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und können das Ganze dann hier erstmal hochsetzen. Sobald wir unseren Grundriss hochgezogen haben, können wir vorne, wo wir es offen gelassen haben, noch die letzten zwei Blockreihen miteinander verbinden. Und dann wollen wir auch gleich schon mal unser Tor uns einmal reinsetzen. Das heißt, wir schnappen einmal unsere Pilzblöcke, platzieren die einmal hier unten. Zack. Das soll ja so ein bisschen hier unser Brottor sein. Das heißt, unten setzen wir einfach unsere Pilzblöcke hin. Den Rest, den können wir hier komplett einmal mit unseren Sandsteineimer hier ausfüllen. Und sobald wir das bis nach oben gesetzt haben, können wir nochmal an den Seiten hier einfach so einen Viererbereich nochmal freihauen und setzen dahinter dann auch wieder einfach mal unseren Sandstein hin. Und dann haben wir hier so eine Toastscheibe uns einfach mal so platziert. Machen wir natürlich hier auf beiden Seiten. Und sobald wir das haben, geht es jetzt weiter noch so mit ein paar dekomäßigen Sachen hier vorne. Und zwar nehmen wir mal unseren roten Trockenbeton. Das ist einfach hier vorne so ein kleiner Kasten, den wir uns hier mal reinsetzen. Einfach hier dann unseren trockenen Beton mal rein. Dann machen wir noch ein paar Griffe hin, ne, dass wir hier so einen Kasten haben, wo wir vielleicht irgendwas lagern. Und dann würde ich noch hier oben in der Ecke einfach hier noch, zack, unseren grünen Beton einmal reinhauen. Wer weiß, was es ist, aber bei den Brotpiloten ist es einfach da in der Ecke. Auf der gegenüberliegenden Seite würde ich mir einfach zwei Knöpfe einmal platzieren. Na, oder vielleicht noch einmal höher. So. Genau, das sieht ein bisschen besser aus. Und dann brauchen wir schon wieder neues Blockmaterial. Wir holen uns mal, einfach mal für den Start eine Eisentür raus. Dann holen wir uns ein paar glatte Quarzstufen, glatte Quarztreppen. Dann ein bisschen weißer Beton. Dann ein paar Knochenblöcke. Und dann wieder nochmal glatten Quarzblock. Achtet auch wirklich darauf, dass der glatt ist, weil der hat ja keine Kanten wie das normale Quarz. Also den brauchen wir schon wirklich. Und dann holen wir uns noch ein bisschen blauen Zement raus, wie eine Fichtentür. So, dann wollen wir mal anfangen. Ich würde mal sagen, wir setzen uns erstmal die glatten Steinstufen mal so ein bisschen hin. Und zwar können wir hier einmal ringsrum uns, sage ich mal, so eine Schicht aus zwei Stufen hier mal langziehen. Einfach hier bei den letzten drei Blockschichten teilen wir das so ein bisschen auf in zwei Stufen und ziehen uns das hier mal ringsrum. Sobald wir das dann rumgezogen haben, geht es noch an ein paar Fenster. Und zwar an den Seiten befindet sich, ja, jeweils immer ein großes Fenster. Wir lassen an den Seiten einfach zwei Blöcke Platz. Schlagen uns dann hier so eine Reihe rein bis nachher auf der Rückseite und darüber machen wir nochmal eine Reihe weg, sodass wir, sag ich mal, hier so einen halben Block haben zu unserer Reihe, die wir hier gerade langgezogen haben. Und da können wir beim Fenster einfach unten wie oben dann natürlich auch nochmal Stufen uns einmal platzieren. Das machen wir natürlich dann halt auch nochmal auf der anderen Seite einfach mal synchron mit. Ah, kriege ich hier die Stufen auch gesetzt. Ja, natürlich basteln wir gleich hier auch gleich im Anschluss hier noch, zack, die andere Seite mal mit. Und können hier auch gleich unsere Stufen mal reinsetzen. So, machen wir oben natürlich hier nochmal. Und sobald wir dann die zwei Fenster an den Seiten haben, geht es mal auf die Vorderseite. Da wollen wir nochmal zwei kleine Fenster machen. Einfach jetzt hier auf der rechten Seite. Wir lassen da einfach, würde ich mal sagen, ja immer so einen Block einfach mal Platz zu Fenster. Machen wir auf eine zweier Höhe insgesamt. Und können hier wieder unsere Stufen einmal platzieren. Und dann fliegen wir mal zu unserer rechten Seite. Und ich möchte mir hier auch nochmal einen Eingang wie nochmal Fenster platzieren. Und dann machen wir eigentlich eine ganz einfache Tür. Wir lassen hier an der Seite eine Blockreihe Platz. Und dann mache ich das auf eine Dreierhöhe, Dreierbreite. Und dann schlage ich mir hier das so ein bisschen frei. Die Tür kommt natürlich in die Mitte rein. Dann ein paar schöne Quarzblöcke hier an den Seiten. Treppe oben drauf. Ja,
So. Wunderbar. Dann haben wir schon die Tür fertig. Lassen da vorne zur Seite nochmal zwei Blöcke Platz und machen hier nochmal so ein kleines Fenster einfach mal rein. Und danach können wir jetzt schon anfangen mit dem schönen Dach. Dann mal nehmen wir unsere weißen Betonblöcke und Knochenblöcke. Natürlich hier einmal mit unserem Knochenblock. Den setzen wir einmal hier hin. Wir können das Ganze schon mal auf eine Zweierhöhe mal machen. Das ist so das Grundmaß, was wir erstmal haben. Und dann können wir hier im Wechsel eigentlich mal weißen Beton und einen Knochenblock setzen. Und dann sollte eigentlich perfekt hier am Ende, zack, das sein, womit wir angefangen haben. Und am besten ist halt einfach der Knochenblock, was ihr da nimmt. Das machen wir natürlich dann auch gleich synchron auf der anderen Seite. So, ich fülle mir das hier nochmal aus mit meinem weißen Beton. Und dann wollen wir das Ganze natürlich nicht auf eine Zweierhöhe lassen, sondern das Ganze auch ein bisschen höher setzen. Jetzt lassen wir an der Seite eine Blockreihe Platz. Dann setzen wir hier erstmal so einen Zweier hin. Ich weiß, jetzt ist das hier so ein bisschen umständlich, hier mal mit diesem Wechsel, das sich höher zu sehen, aber das kriegen wir hin. So, die Mitte kann man sich wie immer dann natürlich hier einmal ausfüllen. Aber das lassen wir noch nicht, sondern wir können das Ganze dann hier noch einmal so ein Zweier einfach mal an der Seite hochsetzen. Na, zack, zack. So, wie so eine kleine Treppe. Erst ein Einer, dann kommt zwei Zweier. Und danach haben wir es eigentlich schon geschafft, weil dann kannst du hier den Rest einfach komplett so miteinander auf einer Ebene hochziehen. Ohne jetzt viel hier rumzudüdern. So. Natürlich noch den weißen Beton einmal dazwischen. Wunderbar. Und dann machen wir das nochmal auf der anderen Seite. Sobald wir denn die beiden Seiten uns erstmal so hingesetzt haben, geht es daran, dass wir das darauf setzen. Das ist ein bisschen umständlich. Dauert ein bisschen. Von daher fangen wir hier vorne an. Wir setzen uns immer, sage ich mal, so einen Wechsel von zwei weißen Betonblöcken. Und dahinter immer, sage ich mal, unsere Knochenblöcke. Jetzt haben die Knochenblöcke natürlich so eine Textur hier, wo wir, sage ich mal, hier diesen Kreis nicht sehen möchten. Von daher müssen wir immer die Knochenblöcke so uns hinsetzen, dass die immer liegen. Ne? Das machen wir natürlich hier immer wieder. Ne, dass dann hier, wenn wir, sage ich mal, unsere weißen Blöcke hier einmal platziert haben, immer unsere Knochenblöcke so hinlegen. Ne? Damit man, sage ich mal, die Textur nicht so sieht von diesem Kreis. Ja. Dann wollen wir natürlich ja auch gleich einmal unsere weißen Betonblöcke hier vorne einmal überstehen lassen und können uns das Ganze ja einmal als Muster erstmal so hinziehen. Ich habe mir jetzt schon mal so ein bisschen was vorgezogen, um euch das mal ein bisschen besser so zeigen. Also wir machen ja an sich, fangen wir gleich hier vorne so an, dass, sage ich mal, die erste weiße Blockreihe hier von unserem Beton einmal übersteht. Und dann kommt ja immer dieser Wechsel. Ne? Also wir machen ja zweimal eine weiße Betonreihe aufs Dach, Knochenblock, zweimal weißen Beton, Knochenblock. Das machen wir eigentlich komplett bis rüber und sollten dann perfekt synchron auch hier das gleiche Maß haben, ne? Und dann können wir das hier eigentlich hier komplett einmal zuziehen. Sobald wir unser Dach aufgesetzt haben, fangen wir jetzt schon langsam an mit dem Turm. Das heißt, wir nehmen uns einmal unsere glatten Quarzblöcke und fliegen auf die Rückseite von unserem Hangar. Jetzt wollen wir mal, wir haben, sag ich mal, hier jetzt hier unsere schöne Zweier weiße Betonreihe und setzen mal auf unserem Knochenblock einfach mal fünfmal hier weiße Quarzblöcke hin. Genau. So, die wollen wir natürlich dennoch mal zur Seite einmal platzieren. Das setzen wir einmal ein so schräg hin. Dann kommen nochmal fünf weitere wieder so hin und dann wieder ein und wieder fünf vorne hin, dass wir hier, sage ich mal, unseren Kreis so ein bisschen haben. So. Dann wollen wir das Ganze auf eine Höhe von insgesamt drei Blöcken machen. Dabei richten wir uns natürlich jetzt, sage ich mal, von diesem hier aus, wo wir uns, sage ich mal, begonnen haben. Sobald wir unseren Kreis dann auf drei Blöcke hochgesetzt haben, können wir mal an den Seiten hier noch jeweils einen Block mehr ransetzen, weil ich sage mal, die stehen ja so ein bisschen weiter nach unten, dass denn hier natürlich so aussieht, als ob wir hier, naja, mussten ja vier Blöcke hinsetzen. Und daher würde ich das Ganze ein bisschen stabiler bauen, indem ich hier noch jeweils an der Seite einen Block ransetze. Sobald wir das Ganze haben, können wir jetzt hier oben drauf schon mal unsere Quarzstufenschicht hier einmal platzieren. Wir können das Ganze auch hier ruhig einmal komplett ausfüllen. Und sobald wir unsere Stufen dann drauf platziert haben, würde ich mal sagen, verbauen wir gleich mal unsere Fichtentür. Einfach auf der Vorderseite hier, zack, setze ich mal einfach die Fichtentür einmal rein. So, dann haben wir die schon mal weg. Und beginnen jetzt mit unserem Turm. Das heißt, wir nehmen mal einfach mal unseren blauen Zement und schlagen uns hier nochmal so einen Kreis rein. Der Kreis hat ein Maß von 3, dann einen an der Seite und wieder 3. Also eigentlich ein relativ kleiner, einfacher Kreis, den wir uns hier machen. Da setzen wir natürlich dann gleich mal unsere blauen Betonblöcke rein und wollen die dann auch gleich auf eine Höhe setzen. Ich kann es schon gern sagen, wer schon losbauen möchte. Also 18 Blöcke an sich haben wir das Maß. So, ich muss ja erstmal rumziehen. So, und dann wollen wir das Ganze auf 18 Blöcke hochziehen halt. Das heißt, den ziehen wir schon mit. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, 18 Blöcke setzen wir jetzt mal hoch. Sobald wir den Turm hochgezogen haben, wollen wir jetzt natürlich auch, sage ich mal, diese hochschlängelnde weiße Linie uns basteln. Dabei nehmen wir mal wieder unsere Quarzen oder ja, glatter Quarzblock, haben wir mal gesagt. Und wir beginnen auch auf der Seite, wo wir, sag ich mal, unsere Tür platziert haben. Und zwar hier in der Ecke. Da schlagen wir erstmal mal was weg und zwar mal drei Blöcke.
Wir fangen bei diesen einer an und da können wir dann immer auch gleich unsere Quarzblöcke mal einsetzen. Also wir schlagen uns die drei weg und auf den dritten Block schlagen wir uns nochmal drei Blöcke weg. So, damit wir das immer gut sehen, machen wir auch gleich unsere Quarzblöcke mal rein. Dann geht es wieder weiter auf den dritten Block. Wieder zack, zack, zack. Drei wieder weghauen. Und das machen wir jetzt die ganze Zeit, bis wir, sag ich mal, oben ankommen. Und danach wollen wir diese Linie immer wieder ein bisschen verdicken, damit das genauso aussieht wie, sag ich mal, in der Serie von der Linie. Und so kannst du das eigentlich immer machen, wenn du dir irgendwie sowas bauen möchtest. Ja? Du solltest immer so erstmal dir eine Linie nehmen als Hilfslinie. Dieses schlingerst du dir hoch, da kannst du mal gucken, ob dir jetzt die Linie gefällt, ob das genau so wird, wie du es dir vorstellst. Ansonsten kannst du es ja immer wieder wegbauen und nochmal was anderes hinsetzen, ne? Und immer schön drei Blöcke drauf. So, und dann komme ich hier oben schon an. Super. So können wir das natürlich nicht lassen. Jetzt müssen wir das Ganze dicker bauen. Jetzt fangen wir wieder unten an. Ich setze mir an sich jetzt immer auf meinen Dreier, den ich habe. Auf diesen Zweier, die ich habe, nochmal zwei weitere Blöcke rauf. Also zwei Blöcke rauf. Und das mache ich jedes Mal. Wenn es jetzt wieder höher geht, zack, kommen da zwei Blöcke hin. Hier geht es wieder höher, mache ich da wieder zwei Blöcke rauf. Das machen wir auch wieder komplett bis nach oben. Plus nochmal einen kleinen Bonus. Und zwar hier, wo wir angefangen haben. Hier unten den Zipfel. Da setze ich mir nochmal einen kleinen Block hin, damit das noch ein bisschen besser aussieht. Weil ich glaube, wenn zwei Blöcke hier wären, dann wäre das ein bisschen zu hart. Zack, dass da, sag ich mal, nicht so eine Vertiefung hier ist. Ne? Von daher mache ich mir da nochmal einen kleinen Block hin. Aber ansonsten wollen wir das Ganze uns so hoch schlängeln. Und dann kriegen wir genau das Maß, wie, sag ich mal, das in der Serie ist. So, da wollen wir hier natürlich zack, zack, immer auf den Zweier davor. Die zwei Blöcke aufsetzen. Na, hier geht es wieder höher, das heißt da wieder zwei Blöcke auf. Und dann komme ich hier perfekt oben einmal an. Okay, sobald wir das dann geschafft haben, können wir noch gerne zwei Fenster reinsetzen. Und zwar befinden sich auf unseren blauen Flächen einfach zwei Fenster. Die mache ich mir einfach auf eine Dreierhöhe. Zack, zack, Stufen oben hin und unten. Und dann habe ich mein Fenster hier fertig. Ja, das Maß passt auch wunderbar. Wir haben hier dazwischen immer so fünf Blöcke Platz. Also können wir hier gut ein Dreierfenster reinbasteln. Die Fenster befinden sich nur auf der Vorderseite, denn auf der Rückseite wird das nicht so ganz klappen, fällt dir bestimmt auf, weil ja, sag ich mal, unsere Linien hier ein bisschen anders verlaufen. Das heißt, hier könntest du theoretisch nur ein Fenster machen. Ja, aber auf der Vorderseite befinden sich zwei. So, jetzt wollen wir natürlich den Turm noch ein bisschen höher bauen. Als erstes wollen wir hier oben das Ganze ein bisschen dicker machen oder so nach draußen ein bisschen mehr. Und zwar lassen wir jetzt hier einmal alles überstehen auf eine Zweierhöhe. Das machen wir mal. Sobald wir das oben dann überstehen gelassen haben, einfach halt so einmal überstehen. Das heißt, wir haben hier drei, dann kommen hier zwei, einer und wieder ein Dreier. Ne, das lassen wir hier auf eine Zweierhöhe überstehen und wollen darauf jetzt so eine kreisförmige Platte uns einmal setzen. Das heißt, wir lassen an der Seite jeweils hier immer drei Blöcke überstehen. Können wir immer von diesen Dreier ausgehen. Immer hier so zack, zack, drei Blöcke. Und sobald wir das denn hier auf jeder Seite haben, können wir dann hier, sage ich mal, aus diesen Dreier Blöcken, die wir uns hier so gezogen haben, einfach mal so fünf Blöcke an den Seiten machen. Ich mache das ja mal hier auf einer Seite, um euch das mal zu zeigen. Also wir machen uns hier fünf Blöcke hin und die wollen wir jetzt miteinander verbinden, sodass es ein Kreis wird. Das heißt, wir machen jetzt hier bei beiden einfach mal zwei oder halt ein Zweier hin und dann brauchen wir nur noch einen, uns hier zu platzieren und schon haben wir, ich mache hier mal die anderen Blöcke weg, so unseren Kreis schon fertig. Das machen wir natürlich hier auf jeder Seite und müssen dann nur noch die Platte einmal zuziehen. Sobald wir unsere blaue Platte dann aufgesetzt haben, wollen wir dann noch an den Seiten ein Geländer bauen. Wir fliegen mal zu den Seiten hin. Wir haben ja hier unseren Fünfer. Gleich hier würde ich mal sagen, auf dem Fünfer lasse ich den ersten Block Platz und setze mir immer im Wechsel hier einfach einen weiteren blauen Betonblock hier einmal hin. So, bis zur anderen Seite. Und wir sollten hier auch perfekt alles aufgehen, sodass wir genauso enden, wie wir angefangen haben. Und sobald wir das haben, setzen wir darauf dann gleich hier noch die nächste Reihe und können hier dann einfach natürlich einmal unser Geländer so setzen. Zack, zack, ziehen das mal bis zur anderen Seite. Wunderbar, wunderbar. So, dann haben wir unser Geländer gezogen, können uns von diesen Blöcken mal trennen und holen uns mal neue. Und zwar fangen wir jetzt mit dem Häuschen an. Das heißt, wir holen uns mal ein bisschen braunen Beton raus, denn gelbe Keramik, denn Schwarzeichenholztreppen, davon nochmal die Stufen, denn ein bisschen weißer Beton, dann holen wir uns mal ein paar Steinknöpfe raus oder diese ganz neuen Schwarzsteinknöpfe. Dann holen wir uns ein bisschen roten Beton raus fürs Dach und ein paar Steinziegelmauern. Wir fangen erstmal mit den Ecken an von unserem Häuschen. Wir lassen oder fangen erstmal am besten hier vorne bei unserem Geländer an. Lassen zwei Blöcke dazu Platz. Setzen uns einmal hier einmal unseren braunen Beton hin. Den können wir gleich auch schon auf eine Höhe von insgesamt sieben Blöcken uns einmal hier setzen. Ja, sieben Blöcke. Dann gehen wir mal zur Seite weg und lassen da nochmal sieben Blöcke einfach mal Platz. Ich setze mir immer gern bei sieben Blöcke immer gern einen Markierblock hin. Gucke einfach drei, drei und zack, hier ist der siebte Block. So, dann machen wir das Ganze auch wieder auf sieben Blöcke hoch. Ja, jetzt können wir uns schon ein bisschen richten nach unserem ersten.
Und hinten weg lassen wir einfach mal 4 Blöcke Platz und setzen hier wieder so einen 7er Block hin. Ja, 4 Blöcke mal dazwischen Platz setzen. Wunderbar. Zack. So, jetzt können wir gerne, bevor wir jetzt hier alles zuhauen, einmal würde ich mal sagen, hier unten die erste, oder lassen einfach mal die erste Blockreihe Platz und setzen uns dann hier so eine Strebe hin. Das machen wir eigentlich auf jeder Seite, das können wir gleich mal machen. Sobald wir dann die Streben hier langgezogen haben, machen wir das Ganze noch einmal ganz oben. Da, wo sie enden, da ziehen wir das auch nochmal einmal zusammen. Dann haben wir schon mal so ein bisschen schon unseren Rahmen fertig für unser Häuschen. Aber das ist noch nicht alles. Und zwar wollen wir, nachdem wir dann hier oben den Rahmen gesetzt haben, auf der Vorder- und Rückseite mal die Mitte raussuchen. Wunderbar, da ist sie schon. Und können dann hier, sag ich mal, noch einfach mal so... Zack. So, fangen wir erstmal mit einem Block an und gehen dann jeweils nochmal 2 einzelne zu den Seiten weg. Das sind nochmal, sag ich mal, so ein bisschen so eine Verschönerung fürs Häuschen. Das machen wir nicht nur auf der Vorderseite, sondern auch dann nochmal auf der Rückseite können wir das so machen. Oh, machen wir hier auch. Wunderbar. Und dann können wir jetzt schon mal wechseln zu unserer gelben Keramik. Und zwar füllen wir erstmal den untersten Kasten noch damit aus. Sobald wir unten bei unserem Kasten unsere gelbe Keramik einmal auf jeder Seite platziert haben, geht es weiter, dass wir jetzt so langsam uns hochbauen. Das heißt, wir setzen jetzt hier bei unserer Struktur, was wir haben, einfach, sag ich mal, erstmal so 3 Blöcke hin und also insgesamt 5 Keramikblöcke. So, machen wir es mal nicht zu kompliziert. Also, setzen wir hier uns einfach mal so die Keramikblöcke hin, machen das gleiche Spiel natürlich nochmal auf der anderen Seite und dann sitzt das hier schon bei uns. Wunderbar. Dann können wir weiterlegen und zwar wollen wir jetzt einfach mal, ja, einfach mal hier zwischen, oder würde ich mal sagen, einfach mal hier drauf, so 1, 2, 3, 4 mal unsere Keramik setzen und können hier die Mitte natürlich auch nochmal ausfüllen. Ja. Machen das natürlich nochmal auf der anderen Seite. Also 1, 2, 3, 4 mal Keramik. Und können den Rest hier auch nochmal so hochziehen. Wunderbar. Und sobald wir das haben, können wir oben drauf noch ein schönes, gutes, altes Pluszeichen uns einmal hier setzen. Ja. Machen wir natürlich nochmal auf der anderen Seite. Einfach hier so ein gutes, altes Pluszeichen, wie wir es halt kennen aus der Schule. Ja. Denn nun wollen wir anfangen mit unserem Dach. Das heißt, wir nehmen mal unseren roten Beton zur Hand, fangen an der Seite an. Wir machen uns erstmal so, halt erstmal so eine kleine Schicht. Wir können das Dach auch ruhig schon mal 2 Blöcke immer überstehen lassen. Wenn wir schon dabei sind, können wir ja gleich machen. So, wir fangen an erstmal mit einer 1er Reihe. Dann kommt hier eine 2er Reihe. Das machen wir an sich hier insgesamt, würde ich mal sagen, 3-mal hier so eine 2er Reihe einfach mal hin. Oh, immer hier so schön die 2er Reihen. Wunderbar. Und da sehen wir gerade, wir müssen hier nochmal einen Block mehr hinsetzen. Und zwar die gelbe Keramik setzen wir hier auch nochmal überall hin. Oh, nochmal auf unserem braunen Beton nochmal rauf. So. Ja, damit wir hier kein Loch haben. So, das machen wir erstmal noch auf der anderen Maß hier, also auf der anderen Seite genauso. Ja, dass wir erstmal, sage ich mal, so schön mal so das Dach so ein bisschen uns vorstellen können. So, das heißt, wir fangen natürlich wieder mit einem Einer an. Und dann kommen 3 Zweier erstmal hier wieder hin. Oh, müssen wir natürlich hier einmal nach oben ziehen. Und sobald wir dann hier auf die 3 Zweier haben, machen wir an sich nur noch einer hin. Und zwar einfach hier so ums Plus rum, machen wir uns die einer rum. So, wunderbar, wunderbärchen. Zack, zack, zack. So, zack, wunderbar. So, sobald wir dann unser Dach soweit haben, können wir das jetzt von diesem Maß einmal bis nach hinten ziehen und auch da bitte 2-mal überstehen lassen. Sobald wir das Dach auch auf die Rückseite gezogen haben, wollen wir es noch ein bisschen verstärken. Normalerweise setzen wir darunter eine Verstärkung. Jetzt wollen wir das Dach aber mal drauf verstärken, mal was Neues. Und zwar, wir lassen bei der ersten hier einen Blockreihe einfach mal an der Seite einmal einen Block Platz. Setzen uns hier einfach eine Strebe wieder rauf. Das machen wir noch einmal. Ja, nochmal so eine Strebe rauf. Und danach lassen wir mal 2 Blöcke Platz an den Seiten und setzen hier nochmal so eine Strebe rauf. Damit wirkt das Dach doch ein bisschen stabiler und kommt dem Original aus der Serie sehr nah. Das machen wir natürlich nochmal hier auf der anderen Seite auch nochmal 3-mal. So, wunderbar. Und dann können wir das Dach jetzt auch nochmal innen drin verstärken. Ha, nicht das Dach, das machen wir nicht. So, wir nehmen mal unsere Schwarzeichenholztreppen und Stufen. Mit den Treppen geht es eigentlich immer los. Und zwar immer jetzt hier unter so einer, ja, unter diesen Kanten setzen wir immer unsere Treppe so einmal nach vorne hin. Machen wir natürlich auf der anderen Seite, denn hier geht es auch wieder so runter. Ganz klar. Und dann können wir da vorne nochmal die Stufen einmal ransetzen. Weil durch die Treppen sieht das denn aus, ob wir da wirklich das so richtig festgeschraubt haben hier. Ja. Außer ganz oben, weil das da ein bisschen eng ist und ein bisschen doof aussieht mit Treppen, machen wir hier einfach nur Stufen hin. Das reicht völlig aus. Ja, dann haben wir das schon mal auf der Vorderseite. Und machen es dann natürlich auch nochmal das gleiche Spiel auf der Rückseite. Hm, das sieht doch nicht schlecht aus. Jetzt wollen wir natürlich noch ein paar Fenster uns reinbasteln. Ich würde mal sagen, hier oben setzen wir auch gleich mal Fenster rein. Wir lassen einfach mal so 2 Blöcke Platz. Ja, ja doch. Und setzen uns hier so und schlagen uns so 2 Blöcke weg. Nicht höher als die Treppen sind. Und dann können wir hier uns einfach mal so Fenster
platzieren, machen wir natürlich wie immer den schön auf beiden Seiten, ne? Damit das immer schön passt. Ja, mache ich auch ein Fenster hin. Dann wollen wir natürlich noch auf der Vorderseite eine Tür uns basteln. Fliegen wir natürlich auf unsere Vorderseite hin. Ich würde mal sagen, wir lassen eine oder zwei Blöcke rein, hier einfach mal Platz. Und dann schlage ich mir so eine Tür hier von einem Maß von nicht vier Blöcken, sondern würde ich mal sagen schon fünf Blöcke hin. Oben können wir ruhig die Stufen hinsetzen. Und einmal innen drin setzen wir einfach mal unseren weißen Beton hin. Denn die Tür von den Zweien ist weiß. Und dann machen wir da noch einfach einen Türknopf ran. Und dann will ich daneben noch ein schönes Fenster mir einfach mal machen. Einfach so ein schönes mal zwei Fenster oder mal drei. Wir können ruhig mal drei machen. Wir können ruhig ein großes Fenster machen. Stufen wieder oben und unten hin. Wunderbar. So, an den Seiten wollen wir auch nochmal Fenster machen. Hier haben wir auch wieder eine schöne Mitte von zwei Blöcken und setzen uns auch wieder hier so ein 2x3 Fenster einfach mal hin. Auf der Rückseite können wir ruhig auch eins machen. Da würde ich mal sagen, dass ich jetzt hier einfach mal zwei Blöcke Platz und dann hier so zack, schlage ich mir einfach mal mein Fenster rein. Oh, setze natürlich auch wieder hier unsere Stufen hin. Und auf der anderen Seite hier mache ich mir genau das gleiche Fenster wie auf der anderen Seite. Ne? Einfach hier schön synchron, machen wir das mal. Was haben wir denn noch nicht verbaut? Unsere Steinmauern, da wollen wir uns noch ein paar schöne Schornsteine basteln. Ich würde mal sagen, hier aufs Dach setze ich mir mal drei Stück, die sollten reichen. Ich habe gesehen, die haben eigentlich mehr Schornsteine als, sage ich mal, nur drei. Aber ich finde einfach, das reicht auch, wenn man sich nur drei macht. Das reicht optisch völlig aus. Die kannst du dir hier so ein bisschen platzieren, wie du möchtest. Ich empfehle dir, die so ein bisschen mittig hier halt zu platzieren. Und Höhe von den Schornsteinen so Minimum, so vier Block, also Block oder vier Mauernhöhen. Wie sagt man das? Vier Mauernhöhen, vier Blockhöhen. Also viermal setzen wir da eine Mauer rauf. So, und dann mache ich mir hier nochmal eine. Mache ich mir auch nochmal auf eine schöne vierer Höhe hier. So. Und dann reicht das völlig aus. Aber nicht nur oben bei unserem Häuschen befinden sich Schornsteine, sondern auch einmal unten bei unserem Hangar befinden sich auch nochmal zwei. Am besten auf der Seite, wo ihr, sag ich mal, auch hier eure Tür gemacht habt. Da gucken wir mal. Wir haben ja an sich fünfmal einen Knochenblock. Und zwar entscheide ich mich jetzt einfach mal, diesen Knochenblock und diesen mal wegzunehmen. Na gut, dahinter müssten wir dann hier natürlich nochmal so einen Knochenblock uns einmal dahinter so setzen, damit wir nicht reingucken können. Und dann setze ich mir hier insgesamt fünf Mauern einfach mal rauf. So 2, 3, 4 und 5. Mache ich hier auch nochmal, zack, so einfach ein paar schicke Schornsteine. So, wunderbar. Und dann bleibt uns noch eine schöne Aufgabe übrig. Und zwar nehmen wir mal ein bisschen Glas raus. Ich empfehle dir einfach das türkise Glas. Passt super. Kannst auch gerne hellblaues nehmen, wenn du möchtest. Und dann auch ein bisschen schwarzen Beton. Zum Verkleiden natürlich. Wir fangen am besten gleich mal beim Haus an. Ich glaube, du kennst mich. Wir machen hier hinterher natürlich erstmal unsere Glasblock rein. Ganz klar. Das machen wir natürlich jetzt nicht nur beim Häuschen. Vergiss nicht, unten bei unserem schönen Hangar haben wir auch Fenster. Und auch hier beim Turm haben wir Fenster. Von daher ist das eine schöne große Arbeit wieder für dich. Das heißt, wir machen erstmal überall hinter unser Glas hin. Ja, das machen wir mal ganz fleißig hier. Und wenn wir das haben, ich sag mal, du siehst ja, ist ein bisschen eng zum Einrichten. Von daher wird das hier oben ja definitiv, sage ich mal, Deko sein. Unten im Hangar kannst du es dir natürlich einrichten. Ist machbar. Wir haben auch dafür ganz normale Türen verwendet, die du natürlich auf- und zu machen kannst. Von daher musst du mal gucken, ob du es dir einrichten willst oder nicht. Aber hier oben würde ich das schon dekomäßig empfehlen. Ja, weil es doch ein bisschen sehr eng ist. Und ich sag mal, auf so engen Raum, wer will denn da wohnen? Von daher einfach nur schön als Deko. So, du siehst, können wir hier dann einfach dahinter noch schön verkleiden. Und dann sieht das nicht nur toll von innen aus, sondern auch toll von außen. So, ich habe meine Fenster mir alle schön verkleidet. Ja, das wirkt auch ein bisschen besser, als wenn man da mal reingucken kann. So, jetzt wollen wir noch eine Sache machen. Ist auch wirklich die letzte Sache, denn ist das Gebäude abgeschlossen. Und zwar schnappt ihr mal nochmal ein paar schöne Quarzblöcke. Aber diesmal die normalen Quarzblöcke, wo wir, sag ich mal, das Karrefeld haben. Davon dann nochmal die Treppen und die Stufen. Auch mit Karrefeldern. Und noch ein paar Seelaternen. Welche du nimmst oder an sich halt, welche Laternen du nimmst, normale oder die blauen, ist dir überlassen. Und zwar befinden sich auf der Vorderseite nochmal drei schöne Lampen. Wir nehmen erstmal unsere Quarzblöcke und markieren uns die. So, wir fangen an der Seite an. Drei Blöcke Abstand sollten erstmal reichen. Ein Blocken. Dann lasse ich mir fünf Blöcke dazwischen Platz. Ja, setze ich mir hier nochmal was hin. Sollten dann auch perfekt die Mitte getroffen haben, falls dir das auffällt. Und dann machen wir nochmal eins hin. Das heißt, wir lassen wieder fünf Blöcke Platz. Zack. Nochmal einen Block hin und sollten hier nochmal drei Blöcke haben. Also alles passt wunderbar. Jetzt erhöhen wir einfach diese Blöcke um nochmal einen weiteren Block und setzen darauf dann hier so eine normale Treppe rauf. Oh, ganz normale Treppe, so mit dem Rücken nach vorne. Ja, wunderbar, machen wir natürlich über einen rein. Und dann setzen wir darauf einfach eine umgedrehte Treppe einfach nochmal hin.
Und ich finde einfach so toll, wie das, sag ich mal, miteinander verschmilzt hier. Ne, man sieht, dass es extra montiert ist durch das Karre und trotzdem mit dem Quarz super. So, dann wollen wir natürlich hier drauf nochmal zwei weitere Stufen uns einmal platzieren auf der einen Treppe, die wir umgedreht haben. Ja, oben drauf. Und dann kannst du einfach daran dann hier zack überall unsere Laternen nochmal dranhängen. Jetzt kannst du natürlich dir entscheiden, nimmst die blauen, nimmst die normalen, die orangen oder roten, wie du möchtest. So, und dann haben wir das Hangar fertig. Jetzt haben wir natürlich das Hauptquartier, da finden natürlich noch ein paar weitere Sachen, die werden auch in Zukunft kommen. Ich gucke die Serie gerade so ein bisschen aktiv und da habe ich so Lust bekommen, da auch ein bisschen was zu basteln. Naja, ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, wünsche dir natürlich viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns wie immer zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss!